Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Backpack Battles. Wir gehen heute rein, um den Reaper auf Master zu bringen. Ja, es sieht ganz spannend aus, was wir in der ersten Runde haben. Ne? Also wir sind jetzt bei 90 Diamond. Das ist ein No-Brainer. Das kann man auch erstmal nehmen, weil es im Angebot ist. Es sieht irgendwie ein bisschen falsch aus, aber ich glaube, ich gehe einfach mal so rein. Komische erste Runde. Aber hat viel Potenzial. Ich lock mal die Banane. Die Pfanne will ich eigentlich schnell loswerden. Okay, hat ähnlichen Käse gebaut. Wahrscheinlich ist er besser aufgestellt. Okay, wir sind jetzt schon im Battle Rage. Ist das gut? Ich glaube nicht. Wie hat er mich so schnell da reingebracht? Dabei gewinnt aber aufgrund des größeren Health Pools vom Start her. Wobei. Ja, doch. Nee. Fängt schon mal nicht gut an. Banane ist gut. Ich bräuchte eigentlich Space in irgendeiner Form. Okay, das ist gut, das ist sehr gut. Jetzt die große Frage. Ja, genau, also die Frage ist, wie mache ich das? Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach mal das Hero Sword fertig zu bauen. Ob das die beste Wahl war, ich weiß es nicht. Aber so sieht's aus. Könnte auch ordentlich in die Hose gehen. Mein Gegner hat lieber mehr Damage und er hat ein Schild. Dafür habe ich den Kubert, aber er hat noch die Healing Herbs. Ne, hat nicht gereicht. Okay, maximal schlechter Stab 0-2. Bisher läuft es noch nicht. So, da ist die nächste Tasche. Die zweite Banane ist auf jeden Fall auch dabei, keine Frage. Ich denke, ich werde es mal so machen, dass ich einfach hier drüben zwei Bananen hinstelle. Und auf die andere Seite. Drei Waffen. Ich hätte auch überlegen können, jetzt hier auf die Fackel zu gehen, aber eigentlich will ich keine Fackel haben. Ich kriege jetzt aber nächste Runde eine Axt, dann ist alles gut. Wenn nicht, wird es schwierig. Der hat auch eher einen schwierigen Start, würde ich mir behaupten. Also wenn ich das verliere, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber ich habe drei Waffen gegen Schild, das ist nicht so cool, aber es sollte trotzdem reichen. Weil er halt überhaupt keinen Schaden hat mit dem Hero Sword. Da ist der erste Sieg. Ein Traum. Die Tasche nehmen wir mit und jetzt rollen wir für die Axt. Oh, Gott sei Dank habe ich Glück. Jetzt kann ich nur überlegen, ob ich das Wooden Sword spielen will. Ich glaube, ich lasse es einfach. Zu riskant. So, ich glaube, ich werde so spielen. Das Wooden Sword verkaufe ich wieder. Und nehme einfach noch die Stacheln im Angebot mit. Und dann drehe ich das Ganze, damit es auch funktioniert. So. Beide Bananen und die Axt sind in der Berserker-Tasche. Wie auch immer die heißt. Die Duffelbag. Damit sollte das ganz gut funktionieren.
Gegner hat auch keinen so starken Bild. Zwei Fliegenpilze machen ordentlich Poison, aber es sollte locker reichen. Genau. Ein bisschen Space schadet hier nicht. Wir nehmen die, den Stein erstmal mit. Eine dritte Banane brauche ich jetzt hier nicht gerade. Ich will auch nicht noch rerollen. Von daher nehmen wir für die Schuhe mit, die im Angebot sind. Den Stein hier noch vom Stilgubert buffen lassen, aber ja, mein Gott. Kleinigkeiten. Vielleicht hätte ich den Stachel und die den Stone verkaufen sollen, lieber noch die dritte Banane holen. Ripsaw Blade ist an sich gar nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht mega stark gegen mich. Hat den einen Spike weg, aber das war's auch. Also man sieht, der eskaliert auch nicht, ne? Also es eskaliert leicht wegen der Battle Rage, aber das mache ich ja auch noch. Okay, Shield of Wailer ist natürlich super. Das will ich beides haben. Wenn ich das verkaufe, kann ich mir Shield of Wailer kaufen. Das muss klappen irgendwie. Da könnte ich es auch direkt hinpacken. Da drüben. Da wäre es ganz gut aufgehoben. Dann passt hier die Banane wieder hin. Also fangen wir dann mal an. Ja, ich lock das einfach. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Boots verkaufen soll, aber das mache ich lieber nächste Runde. Hier ist das Schild auf jeden Fall sehr stark gegen die beiden Waffen von ihm. Er hat auch nur zwei Trigger. Okay, aber es sind die beiden Waffen, das sind die wichtigen Trigger quasi. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Weil er halt keine Bananen hat und einen Stamina-Verbrauch von schon jetzt 2,1. Und er generiert halt nur 1,0. Die normale Stamina-Regeneration dürfte auch mit dem Heat nicht mitscalen. Außer ich habe irgendwas komplett falsch verstanden. Gut. Da ist meine Tasche. Ich nehme die eine Blueberry mal mit, aber hat man das andersrum? Ich könnte die Schuhe eigentlich mal fertig craften, gell? Mal kümmere ich mich gleich drum. Die Handschuhe wären auch eine Option, aber genau das ist wichtiger. Okay. Wichtiger als alles, was hier kommen könnte. Das möchte ich auch mal loggen. Jetzt die Frage, kriege ich noch mehr Space oder muss ich einfach umsortieren und das später machen? Also irgendwie klappt das, keine Frage. Ich sortiere mal um. Okay, das Ergebnis umsortierens. Ist nicht alles perfekt genutzt. Okay, ich sehe gerade noch ein Easy Improvement. Das machen wir gerade noch. Da ist auch nur eine Axt in der Berserker-Tasche und das ist kompletter Quatsch. Das ändern wir. So, jetzt haben wir es. Also an sich möchte man diese Duffelbag auch noch sinnvoller nutzen, aber es muss jetzt reichen. Okay. Auch sehr schön hier die Box of Riches direkt für die nächste Runde. Auch immer schön, wenn man die Double X vor Runde 8 fertig kriegt. Er hat sich auch nicht so richtig Mühe gegeben hier. Oder es war ihm wichtiger, dass er drei mal Gemüse an seiner Pen dran hat. Auf jeden Fall easy win. Okay, die beiden Lost, mit denen wir gestartet sind, schon fast vergessen. Wir gehen rein mit den Press Knuckles. Ist auf jeden Fall eine sehr solide Wahl immer.
Und das ist eigentlich so ein Klassiker bei meiner Anordnung. Ne, so meine ich. Okay, irgendwie in die Richtung wird es gehen. Das sind meine vier Trigger. Die Bananen noch in der Duffelbag mit drin. Box of Riches besorgt, auch gut. Gut, der Rest ist nicht so wichtig. Ich kann den Stein nochmal hier dran machen, dann macht er ein bisschen mehr Schaden. Ist auch nicht wirklich wichtig. Das lasse ich draußen, weil es immer Potenzial hat, Schilde auszulösen. Und dann meine Stamina zu reduzieren. Genau hier zum Beispiel wäre es nicht gut gewesen zu spielen. Ich finde sie nicht so stark aus, weil er nur seinen Hungry Blade bufft vom Schaden her. Ich denke, dass ich hier stärker sein sollte. Mal gucken, ob ich recht behalte. Ja. Eindeutig. Okay, sehr schön. Also nicht der Gem, sondern das ist sehr schön. Gut, erstmal mitnehmen, das auf jeden Fall die das Moonshield bauen. Von Cap of Resilience halte ich nichts auf dem Berserker, einfach weil es einem am Anfang viel Leben gibt oder Resistenzen gibt, wo man eigentlich noch Leben verlieren möchte, damit man ins Battle Rage reinkommt. Ich glaube, hier sind die Schuhe mal fällig. Die sind eh nicht so gut. Dann kann ich die Tasche noch mitnehmen. Das gibt mir die Möglichkeit, hier oben den Mana-Orb sinnvoller einzubauen. Vielleicht generieren wir noch ein bisschen Luck oder so. Mal gucken. Ich mache die Banane auch mal hier drüben rein. Damit es mit gebufft wird von der Duffelbag. Okay, er hat nur eine Waffe, ein paar Crits am Anfang, aber da hat er nicht so viel Schaden gescaled, nicht so wichtig, die ersten vier Schläge. Außerdem will ich hier erstmal Leben verlieren, also alles easy. Das dürfte der letzte Crit gewesen sein, hätte ich gedacht, aber irgendwie habe ich irgendwas verpeilt, oder? Egal, hat gereicht. Moonshield fertig. Wir merchen erstmal nicht. Ja, bräuchten. Das kann man mitten im Angebot. Ist auch ein guter Trigger einfach. Das ist eigentlich ganz nett. Können wir auch die Tasche da oben wieder ausbauen, weil der Mana-Op ist eh nicht mehr da. Upsi. Steine kann man mal mitnehmen, weil warum nicht? Jetzt die eine nicht mit dem Duffelback drin, aber dafür sind alle von der Blueberry gebufft. Ich denke, das ist schon wert. Let's go. Die Blueberries sind insofern interessant. Also Mana-Generierung ist nicht so wichtig, aber halt ab 10 Mana kriegt man halt mit den Luck. Und Blind Builds sind eine der größten Probleme. Auch mit dem Press Knuckle, was die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. Das sieht aber nicht gut aus. Vielleicht. Ah, okay, war knapp. Da haben mich jetzt gerade die Saphire gerettet. Ich habe aber durch seinen Block durchgehauen. An sich hat er immer noch mehr HP gehabt. Hier die Dragon Scale Armors waren, glaube ich, ein Problem, weil er im Battle Rage einfach dann 2x 15% weniger Schaden bekommen hat. Jetzt wäre es langsam ganz cool, wenn ich mal gescheite Gems kriegen würde. Die ganze Zeit nur Saphire ist halt nicht so cool. Mehr Space ist wichtig. Die Frage, ob ich jetzt noch eine Dragon Scale Armor bauen möchte.
sag mal nein. Ich hatte keinen Platz dafür auch. Wir holen uns erstmal Space, aber so toll ist das alles nicht. Upsi. Hier kann man noch ein bisschen besser einbauen, indem man das hier so quer macht und dann werden wir ein bisschen schneller. Mal ein gescheiter Gem. Eine vierte Banane ist es, glaube ich, nicht. Okay, die Pineapples sind, glaube ich, nicht das Riesenproblem. Außer natürlich durchs Poison, aber ich habe hier ein bisschen Poison Resistance. Gut, sind auch nur 2x10%, das ist nicht die Welt. Aber es sieht okay aus. Es sind noch keine unglaublich großen Stacks, man sieht, ich mache aber ordentliche Hits. Also war knapp am Ende. Noch mehr Saphire. Na gut, weiter geht's. Sehr schön, die können wir brauchen. Eine Krone ist auch gut. Erstens ein Defense-Slot und zweitens halt Krone halt. Krone ist Krone. Punkt. Ja, mit den Gems haben wir wieder ein bisschen Pech gerade. Ein zweites Shield of Wailer wäre noch super nice. Und was auch super nett wäre, wären ein paar von diesen Halsbändern da, dass man, dass die Battle Rage länger hält. Jetzt einiges an Poison drauf, aber wir haben die Blind gut im Griff. So wie bei vollem Leben. Man muss sich halt nur beschweren, dann kommt's auch. Ich nehme jetzt mal hier die den Mana Orb mit. Ich brauche nicht unbedingt, aber ich meine, das Einzige, was ich dafür opfern muss, ist, dass die beiden Steine nicht mehr da dran sind. Das kann ich gerade noch verkraften. Natürlich das Geld muss ich investieren. Theoretisch können wir da oben noch einen Trigger hin machen. Mal gucken. Okay. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich nur noch weitere Blueberries kaufen sollte, aber probier das mal. Mal einen Reroll, aber mit der Tasche. Wolpertinger ist nicht so gut, weil wir nicht so viele Buffs haben. Auch wenn wir jetzt hierdurch vielleicht ein paar bekommen werden, aber ich glaube nicht, dass es lohnt. Okay, dann tue ich den Saphir noch hier rein, Inventar, auch wenn er keinen riesen Effekt hat, aber immerhin kann er hier oben triggern und er kann ein bisschen Cold inflikten. Mein Gegner hat auf jeden Fall die besseren Gems, aber ich habe halt den Steelguber und ich habe das bessere Schild. Wobei das Schild bringt mir jetzt gar nicht so viel mehr hier, ehrlich gesagt, weil da gar keine, weil keine Range-Weapon im Spiel sind. Oder in den Fights sind so rum. Aber seine Krone kann gar nicht triggern, ne? Er kriegt gar keine Mana. Doch, ich krieg ein bisschen Mana zusammen, aber. Ah, okay, er kriegt sogar getriggert und sogar sehr gut, nämlich relativ spät. Quasi perfektes Timing für ihn, leider. Das ist GG. Oder? Ja. Ist nochmal getriggert. Okay, das war ein bisschen unglücklich gerade. Ich glaube, wir nehmen jetzt nochmal eine Dragon Scale Armor mit. Den würde ich auch gerne mitnehmen. Mal gucken, ob wir es beides hinkriegen. Müsste aber eigentlich machbar sein. Ja, ist machbar.
Okay, also es geht relativ easy rein. Die Dragon Skill Armor wird gecraftet. Ich habe jetzt auch mal die Krone hier oben hingepackt, damit der Mana Orb mehr Mana generiert. Wobei man auch sagen könnte, es lohnt sich vielleicht gar nicht, aber im Endeffekt, nachdem die Krone ausgelöst hat, bin ich schon wieder auf 10 Mana und damit kann dann die, können die Blueberries wieder schneller Lack generieren. Und da lohnt sich wahrscheinlich schon. Der Topper ist leider nicht mehr im Inventar, das war kein Platz mehr. Aber hier hat er kein Schild, da sollte Stamina eh kein Thema sein. Okay, und das sieht gut aus, aber er kommt noch zweimal wieder. Das war das erste Mal mit Invul, hat er noch volle Hitze. Beim nächsten Mal verliert er seine Hitze, weil er durch den Phönix wiederkommt. Wenn ich nicht super low bin, habe ich dann eh gewonnen. Ja, ist er wieder voll, aber ich bin super low. Too low? Fragezeichen? Nope. Okay. Er macht aber deutlich weniger Schaden, wenn er keine Hitze mehr hat, ne? Aber trotzdem super knapp. Das unterbinde ich jetzt mal, glaube ich. So. Das ist alles Quatsch, denke ich. Man könnte doch theoretisch hier das mit Poison Resistance mitnehmen. Das mache ich auch mal, komm. Space, okay. Ja, damit. Ich glaube, Blueberries lasse ich jetzt mal stecken. Das Shield of Wailer ist wichtig, aber ich habe gerade zu wenig Platz. Ich lock's einfach mal. Okay, jetzt wird's teuer im Reroll. Jetzt hören wir auch mal auf. Wir machen die Axt noch ein bisschen schneller und die Krone, warum nicht? Und die kommen jetzt auch im Inventar, aber die werden demnächst eh verkauft. Wenn man die halt mercht, dann sind die noch halb so viel wert. Deswegen merge ich die nicht. Den Hammer könnte ich noch rausnehmen, dass er keine Stamina frisst. Relativ guter Poison-Bild, da bin ich froh, dass ich hier 2x15, einmal 10% Poison-Resistance habe. Mein Invul ist raus. Aber ja, gut, er hat auch keinen Blind, er hat keinen Darksaber. Das heißt, es geht nur darum, das Poison zu überleben und ihn schnell gut umzuhauen. Und es stackt ordentlich Poison, aber ich bin jetzt auch im Battle Rage und jetzt noch einen Hit, also tot. Nee, war gelogen. 22 noch. Die Knuckles mussten auch nochmal reinhauen. Okay, also es muss irgendwie klappen. Das kann ich auch mitnehmen. Wahrscheinlich verkaufe ich es gleich wieder, weil ich kein Geld mehr habe, aber es muss klappen irgendwie. Da ist eine Tasche. So, jetzt hat es erstmal umsortieren an. Ist erstmal umsortieren angesagt. Okay, so sieht es nach dem Umsortieren aus. Beide Schilde sind drinne, beide Schilde sind an dem Steelgeboard, beide Schilde sind an der Dragon Scale Armor. Das heißt, ich kriege ordentlich Armor, wenn ich in Battle Rage gehe. Das ist gut. Hier die Lampe hier oben, der Manop ist auch viel besser eingebunden jetzt. Hab ordentlich Healing Reduction beim Gegner und auch ordentlich Poison Resistance. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Mein Gegner hat ein Geschenk. Okay, bei diesen, wenn ich einen Mega-Clover sehe, kriege ich Panik. Weil ich noch gefühlt nicht ganz verstehe, was der alles für Mist macht. Okay, erste Invul bei ihm ist auch weg. Aber es sieht nicht so stark aus, was er da hat. Nur der Fortuna's Grace. Zweite Invul ist weg. Okay, er macht mich aber gerade komplett fertig. Ich sage ja, immer wenn dieser Quatsch kommt, hat auch schön durch meine Armor durch. Ja, okay. Never mind. Okay, er hat die Djinn-Lampe ausgelöst. Ja, habe ich ganz übersehen. Das Potenzial besteht halt leider immer.
Die merge ich nochmal. Ich glaube, nur noch eine Dragon Scale Armor will ich nicht haben. Ein bisschen Space wäre nicht schlecht noch. Ich meine auch gerne irgendwas, was meine Sachen schneller macht. Warum nicht? Ja, damit. Können wir die Krone ein bisschen beschleunigen. Das können wir erstmal draufpacken, bis wir jetzt gleich was Besseres erwürfeln. Oder auch nicht. So, dann gehen wir so in die vorletzte Runde rein. Okay. Hat ordentlich Healing. Durch die ganzen Drachen, mit dem Dragon Nest, durch den U-Bird, durch die Sun Armor, durch den Glowing Crown. Mal gucken, ob es reicht. Ich glaube, er hätte das hier noch besser einbauen können, das Burning Sword. Das war relativ easy für mich. So, es gibt kein Merch mehr. Das heißt, alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen an Steinen, können wir wegschmeißen. Hier haben wir noch einen Platz, sehe ich gerade. Genau, jetzt geht es eigentlich nur um Optimierung. Wir nehmen auch euch die Tasche mit. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht mit dem Mana Orb, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich generiere jetzt auch einfach ordentlich viel Buffs bei mir. Habe ich eigentlich keine Djinn-Lampe mehr auf der Doppelaxt, aber. Wäre nicht schlecht, wenn es so wäre, gell? Mal gucken. Okay, mir kam gerade noch eine Idee, ich kann das hier runterbauen. Dann kann ich das so quer machen. Und dann geht's wieder. Brauche ich nur ein bisschen mehr Space. Also hier zum Beispiel das hier. Ja, das geht auf jeden Fall irgendwie. Mal gucken, was noch kommt. Aber erstmal wieder das Ding rein, wo wir Gems nicht finden. Okay, den Platz nehmen wir nochmal mit. Dann sind wir damit durch mit dem Thema. Sind wir auch quasi pleite, aber ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt. Ja, es sieht sehr gut aus. Wahrscheinlich sollte ich jetzt auch die Blueberry mitnehmen, einfach weil ich habe eh nicht mehr so viel Geld, also nimmt man mit, was man noch kriegen kann. Den Hammer kann ich auf jeden Fall verkaufen, weil craften können wir eh nichts mehr. Ah, ich hätte noch auf einen gescheiten Gem gehofft. Die Handschuhe wären an sich ganz nett auf der Axt. Sind aber schwierig einzubauen. War nur einen letzten Reroll. Hat sich nicht gelohnt, offensichtlich. Wobei, es hat sich ein bisschen gelohnt. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die man noch machen kann, ne? Die Blueberry noch leicht schneller, aber hey. Okay, ich glaube, das ist mein finaler Bild. Ein bisschen viele freie Slots noch, aber es kam halt nichts Gescheites mehr. Egal. Mana-Ops sind gut. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach ein paar coole Buffs kriege. Und vielleicht kriegen wir dann auch mal die Djinn-Lampe ausgelöst. Wir können uns mal angucken, wie es läuft. Also Invul müsste jetzt ziemlich instant auslösen, genau. Was macht mein Gegner denn überhaupt da? Das ist so ein Infinite-Armor-Bild gefühlt. Und der bufft sich hier halt ordentlich Schaden hoch, okay. Meine einzige Hoffnung ist, dass er Stamina-Probleme kriegt, würde ich sagen.
Aber ich müsste hier relativ bald auf die 30. Genau, das. Wir sind hier gleich. Gleich gibt's eine. Genau. Die Lampe hat einmal infused, ne? Und nochmal 30 Mana. 5 Dorn, 6 Dorn, 7 Dorn, nächste Infusion. 79,1 DPS. Battle Rage erreicht. 196er Crit, 220er Crit. Und down. Ja, okay. So kann man es machen. Gucken gerade am Ende rein. 224 war es. Ja, ja, das mit dem Mana Ops war eine ganz gute Idee anscheinend. Also kann man spielen, ne? Also generell die Kombination hier aus zwei Moon Shields, Steel Gubert und Double Axe mit ordentlich Gems drauf, wobei ich nicht mal die besten hatte, ne? Und dem Press Knuckle und dazu ein bisschen Stamina-Generierung ist sehr solide. Kann ich nur empfehlen. Dann gucken, ob es gereicht hat. Ja, hat gereicht. Und somit sind wir Master. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.